Geile Scheiße. Der Boden ist ja relativ gut begehbar hier. Ne? Im Moment haben wir echt Glück. Wenn es richtig regnerisch ist eine Zeit, dann ist hier alles matschig. Na gut, das ist natürlich scheiße dann. Und das ist diese schwarze, was sie abgebaut haben, diese Schiefernschicht. Mhm. Na, also sind sie geklopft. Mhm. Schon fertig gesehen. Hast du deinen Rucksack, ne? Ja, stimmt, hat der ganze Rucksack gar nicht mitgenommen. Alter. Deswegen frage ich, ob du da wieder rauskommst. Ja. Meine Fresse. Das ist hier für Schmuggler. Ja, genau. Wenn wir einfach Kevin, all good? Ja. Ah, hast du jetzt schon mehr gesehen als im Porter? Ja. Side und dann Rock on the left side. Müller hat ja auch eine Wolke. Ja, überall. Nur holen, dann weiß man, was sie schon angehört. Wir gehen die Gruppen rein, wir feiern. Ja, jetzt machen wir eine Höhenkarte. Schön runter und dann reinlöten und dann wieder zurück. Ich hätte richtig Schiss, dass der Bass auf die Wände zum Einschritt geht. Früher waren die Leute keine zu gut. Hier ist CO2-Warnung meistens gewesen, also ab weiter. Deswegen, den Weg kenne ich da auch nicht, aber es ist auch ein Wasserweg halt, ne? Mittlerweile. Und das nächste Mal Schlauchboden. Warst du noch nicht hier? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob ich da schon mal war, ob da mal kein Wasser war. Kann ich gar nicht sagen. So, dein Koffer. Ich bin nicht, dass das hier von der Decke kommt.
zwei ein paar Rohre. Jetzt aber hier mal umlenken. Geile Nummer. Die ganze Zeit lang wurde da noch Wasser gefördert, als ich hier war. Das Ding hat noch funktioniert? Ja. Das war irgendwie mechanisch, das hat noch gepumpt. Da war noch komplett Wasser unten drin. Da kann man auch noch ein Stück weiter gehen, da ist aber dann nichts, das ist eine Wasserkasse. Hier hängt ein Gewicht sogar noch dran. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig geil hier. Aber das ist schon das meiste, was man hier sehen kann. Da hängt ja sogar noch das Gewicht dran. Das ist gruselig. Lass das bloß nicht pendeln. Hast du das schon gemacht? Ja, ganz wenig nur, aber dann kippt es sich. Ja, ein Gegengewicht da. Und das hängt da einfach nur mit dem Drahtseil. Ja. Ja, boah, bring das bloß nicht zum Pendeln, hab ich gerade schon gesagt. Nee, nee, ich fasse das jetzt an hier. Dose Ben Bull. Krass. Richtig geil. Wart ihr schon mal gehört? Nee. Patrick dachte mal, dass er wieder schon gezeigt hat, hat er aber bisher noch nicht gemacht. Sieht doch hier auch. Auch wieder wahr. Ja, ich hoffe, ihr mit Abenteuer. Jetzt wird es abenteuerlich. Wasser? Ja. Es gibt Trittsteine. Wir haben Steps down in the water. Because we need to get on the right there. Okay. Around the corner. And then the way is simple. Simply through there. Yep. Kevin, it's like Frogger. Und schon freue ich mich darüber, über meine Wechselschuhe. Gleich macht einer einen Flachkörper. Ja, und sonst ist es halt nur Wasser. Jo, ich bin der Erste, der nasse Füße hat. Parketten haben wir hingeschmissen. Ah, hier ist noch ein kompletter Lohn zu. So, ohne. Ja, genau, du kannst die hier oben auf einhaken und dann kannst du seitlich auskippen. Ach so. Ei.
Beruhigend. Ja. Trotzdem wird es schon kalt daneben, weil er erstmal nass ist. Ja. Ich geh doch einfach straight durchs Wasser, ist jetzt auch egal. Nee, noch geht's tatsächlich. That's the way. Hier lang? Ja. Das geht immer geradeaus jetzt die ganze Zeit. Am Ende des Ganges ist eine alte Sprengkammer gewesen. Oh, hier ist ein Draht. Trockene Füße wieder hervorragend. Nee, rüber. Neben dran ist ein Parallelgang, quasi weiter. Da gehen wir quasi auf die andere Seite. Da ist dann eine Verschüttung, da werden wir nicht weiterkommen. Mhm. Und ja. Rechts war jetzt die Sprengkammer. Das ist ein abgeschlossener Bereich, wo ich angucken und spannend ein bisschen. Aber sonst immer der Nacht. Ich will mal kurz rein. Ja. Also hier war das die Lagerung. Okay. Das wissen wahrscheinlich auch einfach nicht so viele Leute. Ne? Ist auch manchmal ganz gut so. Ja, wer kommt hier zum Saufen her? Also das frage ich mich bei manchen Spots. Gut. Wo gehen wir denn jetzt lang, da? Wir gehen jetzt links lang, einmal noch kurz hier zurecht. Das ist hier dieser Tunnel, der nach Kreinsen führt. Aber halt Dead End ist. Boah, also Kreinsen, wie weit ist das von hier aus? Das sind noch fast 20 Kilometer, ja. Und hier ist es auch wirklich so, hinter der gelben Markierung, hinter dem gelben Schild, kriegst du keine 10 Meter mehr und dann drückt es in der Lunge ungemein. Zu viel Gas? Ja, also gar nichts mehr an Sauerstoff, ne? Du bist sofort unter 6% Sauerstoff. Und das ist wie so ein Tritt. Aber bis zum Schild ist kein Eck, oder was? Nee, bis zum Schild nicht. Ja, das ist spannend. Aber eben ging ja ein ganz schöner Wind. Irgendwo muss ja noch... Das kann halt sein. Das muss ja noch Luft kommen jetzt, ne? Ja. Das hat man da oben ja richtig gemerkt. Also, vielleicht geht's ja jetzt doch. Du machst das Gerät an? Ich hab's an. Ich trau mich nicht. Sitzen aber schon übel. Aber wir haben gutes Wetter draußen. Es kann sein, dass das Gas nach unten gedrängt wird. Aber weiter möchte ich trotzdem hier nicht gehen. Zeigt zwar noch nichts an. Ich merke, dass ich schneller atme. Ja, ich hab's auch gemerkt. Richtig heftig, Alter. Ja. Jetzt wird sie sich. Ey, ohne Scheiß. Das ist echt heftig. Alter. Das war zu doll. Heilige Mutter Gottes. Echt? Alter Finne, ey. Alter Finne, ey. Das ist geil. Hier oben geht's auch noch rechts und links.
Ganz oben. Mhm. Also ich auch noch gar nicht hingekettet. Du bist sofort kurz nach mich. Ne, also da hinten, da geht dann quasi Hecht 3 wirklich los. Das sind dann wie, auch wieder wie oben so 1000 Millionen Schachbrettmuster, 1000 Millionen Gänge auf verschiedenen Etagen. Ab jetzt könnt ihr quasi hier exploren. Sieht man auch schön so die Steins. Wieder teuer ist. Warum haben die das nicht zugemauert? Weil das hier hinter ist der Verwaltungsbereich gewesen von der SS. Der Verwaltungsbereich von der SS? Ja, die SS hat hier irgendwie einen eigenen Bereich. Und quasi nach links quasi abgeben. Den haben sie so von außen also zugemacht. Immer nur die Anzahl alleingehen, die sie hatte. Ja, die haben das halt so strukturiert. Ui. Ich wäre fast unten gewesen. Das ist hier riesig. Moin. Moin. Alter Finne. Das ist schon ordentlich hier. Wo kommst du da runter? Weiß ich nicht. Ich bin da zwar schon runtergeklettert, aber ich habe mich dann durch dieses Balkengewirr da nicht weiter getraut. Weil das geht ja schon noch ein ganzes Stück runter. Eieiei. Ja, deswegen kommst du locker zwei, drei Ebenen gleich runter. Kann natürlich sein, eigentlich. Schwarz? Ja. Da oben, da standen wir quasi hinter. Ein Stück weiter noch. Also, wenn man da oben nach rechts gehen könnte, ich weiß jetzt nicht, ob das da offen ist oder nicht. Gehen wir wieder in diese Gänge, wo wir jetzt herkommen. Jo. Machst du das nochmal? Ich glaube ja. Du musst ja nur den ganzen Sand flicken und den anderen nach vorne ausrichten. Dann rutscht man ziemlich solide. Guter Trick. Funktioniert. Willst du nicht gehen? Ich würde mal bremsen und von der Baustelle auf.
So ein Ziel schaffe ich es nicht. Die Kamera nehmen. Na sicher doch. Moment, ich komme noch mal kurz runter. Nee, der hat dazu nichts gesagt. Der wusste ganz genau, wo wir herkommen. Noch mehr? Dankeschön. Ja. Hinter dir, den Wald. Also ich hab's. Danke dir. Bitte. Läuft die eigentlich noch?